700 Tote bei Massenpanik. Bei einem Konzert von Lined in Istanbul sind 700 unbewaffnete Flüchtlinge umgekommen. Laut dem Staat sollen noch weitere 800 Leute verletzt sein. Wegen diesem Ereignis sollen nun Feiertage eingeführt werden. Nitrox erscheint heute wieder in seiner Heimat. Nitrox hatte sich ein paar erholsame Tage auf seiner Klassenfahrt im Norden gegönnt, um wieder zu Kräften zu kommen. Wir hoffen nun, dass Nitrox nun wieder professionelle Videos produziert. Diskussion über Flüchtlingskrise. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Bundestag, dass es eine Erlösung für Flüchtlinge geben sollte. Dabei sprach sie Russland und Staaten des Mittleren Ostens an. Ansage ging 100% zu slow. Die YouTuber-Stars des Zauberers haben sich unseriös gegen 100% zu slow geäußert. Hören wir doch mal rein. Das ist. Guckt euch einfach an. Ich bin einfach viel zu krass. Ich bin krasser als 100% zu slow. Ob sich das noch negativ gegen die Stars auswirken wird, ist noch ungewiss. EU-Sondergipfel in Brüssel. In Brüssel wird über das Leben der Flüchtlinge diskutiert. Einige meinen, dass sie abgeschoben werden sollen. Andere wollen, dass sie verbrennen. Ob es noch weitere optionale Möglichkeiten gibt, ist noch ungewiss. Der King hat heute noch nicht geschlafen. Heute hat der King noch nicht geschlafen. Ob sich das noch negativ auf seine Gesundheit auswirken wird, ist noch ungewiss. Dobrindt kündet Konsequenzen an. Wer ist Dobrindt? VW hat nun die Abgaskommunikation gestanden. Nun haben auch Audi und Mercedes gebeichtet, dass illegale Technik in ihren Arbeiten steckte. Damit überrennt Twix den Markt. John Cena verkauft Tickets. Der von Stift und Warentest ausgezeichnete John Cena verkauft Tickets für seine Show. Hören wir doch mal rein. Hello! I'm watching you. John Cena! Schriftstellerin Alice Scout ist gestorben. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Sehen wir doch mal rein. Und nun zum Wetter. Im Norden 13 Grad und im Süden 17 Grad.